Ich schwöre, bei der heiligen Ikone der Organisation, von der ich durch dieses Bekenntnis Teil werde, immer und ewig Respekt zu zollen. Ich schwöre, ihre Führer niemals zu verraten und ihre Befehle stets ohne Fragen auszuführen. Ich schwöre, sollte ich Verrat üben, so möge mein Fleisch auf immer und ewig brennen. Santa Fe de Bogota, die Hauptstadt der Republik Kolumbien. Eine der größten Metropolen Lateinamerikas, von den Nordamerikanern verächtlich Hinterhof genannt. An dieser Stadt wollen wir eine Wirklichkeit erläutern, die typisch ist und sich von der südlichen Grenze der USA bis hinunter nach Feuerland zieht. Bogota ist geschäftig und farbenfroh und voller Kultur. Die Stadt wird auch das Athen Südamerikas genannt. Aber hinter dieser Fassade lauert eine arrogante geheime Macht, die ihre Existenz unterminiert. Die Macht der Drogenkartelle. Das Kartell von Bogota ist zusammen mit denen der beiden anderen größeren kolumbianischen Städte, Medellin und Cali, die Verbrecherorganisation, die das Leben dieser Nation am meisten konditioniert. Diese Kartelle, deren vertikale Machtstruktur auf die italienischen Mafia-Familien zurückgeht, sind Teil einer weiten Verbrecherorganisation, die als die Latin American Connection bezeichnet wird. Sie beherrscht jeden Winkel des Kontinents. Ihr Einfluss ist fast ganz auf den Drogenhandel zentriert, dessen Grundpfeiler der weit verbreitete Anbau von Kokastrauch und Cannabis, vor allem an den östlichen Hängen der Anden und des westlichen Amazonas-Hochlands, also im gesamten Zentralgebiet von Südamerika ist. Wie viele andere südamerikanische Länder hat auch Kolumbien eine gut ausgebildete Polizeimacht. Aber generell ist sie zu unzureichend ausgerüstet, um die enormen Gebiete, die von den Drogenhändlern kontrolliert werden, zu überwachen. Überwachungs- und Vernichtungsaktionen werden vor allem in den Monaten Mai, Juni und Oktober, der Zeit der Koka- und Cannabis-Ernte, durchgeführt. In der übrigen Zeit des Jahres, wenn die Pflanzen noch niedrig sind, ist es sehr schwierig, Anbaugebiete auszumachen. Die Polizei war jedenfalls lange Zeit auf Informantenhinweise in dieser Richtung angewiesen. Heute jedoch können aufgrund der internationalen Zusammenarbeit mit mehreren amerikanischen Regierungsstellen auch größere Flächen über Satellit ausgemacht werden. Aufnahmen mit Farbschattierungen je nach Vegetation zeigen an, welche Gebiete in diesem Meer von Grün, die sonst einfach untergegangen wären, überprüft werden müssen. Die fortschrittlichste Technologie der Welt im Kampf gegen den primitiven Embryo des Drogenungeheuers, den Bauern, den Cocalero. Ein Bild des Jammers, eines Lebens am Rand der menschlichen Existenz. Die Polizei verbrennt das Saatgut, zerstört die Ernten, aber nichts ändert sich. Nichts kann sich ändern, denn die Cocaleros sind der Drogenhändler erste Opfer. Zynisch ausgebeutet und gezwungen, mit einem Existenzminimum von vielleicht 100 oder 200 Dollar pro Monat auszukommen, müssen sie sich manchmal sogar von den Händlern Geld leihen, um das Lebensnotwendigste kaufen zu können. Sie werden die Darlehen niemals zurückzahlen können. Und so sind sie für immer in einem Teufelskreis gefangen. In jedem Fall ist es die einzige Möglichkeit, ein Leben zu führen, wenn auch ihre flüchtigen Hoffnungen auf Befreiung durch Feuer manchmal in Rauch aufgehen. Diese unendlichen, fast unkontrollierbaren Gebiete des südamerikanischen Kontinents werden vollständig von der Latin American Connection beherrscht.
Diese Superorganisation besteht aus locker strukturierten Gruppen ohne feste Gesetze. Im Grunde aus einer Reihe individueller krimineller Unternehmungen. Sie wiederum kontrollieren eine riesige Anzahl kleinerer, über den ganzen Kontinent verteilter Banden oder arbeiten mit ihnen zusammen. Diese Banden haben alle Ebenen der Gesellschaft unterwandert. Die Bemühungen, alles nur Erdenkliche zur Verhinderung des Coca- und Cannabis-Anbaus zu unternehmen, bedeutet also, den Drogenhandel an seiner Wurzel zu treffen und damit das Rückgrat der Latin American Connection. Es bedeutet aber auch die Vernichtung der Wirtschaft eines großen Teils der Bevölkerung, die ihre bereits prekäre Existenz fast ausschließlich auf den Anbau dieser Pflanzen aufgebaut hat. Daher führen die Versuche, die Coca-Felder mit Entlaubungsmitteln oder anderen Chemikalien zu behandeln, nicht zum Erfolg, denn die Bauern arbeiten nicht mit. Sie können nicht mitarbeiten, denn diese Ernten sind ihre Existenz. Und so ist der südamerikanische Kontinent, der sogenannte Hinterhof mit mehr als 250.000 Tonnen pro Jahr, der größte Coca-Blätter-Produzent der Welt und der größte Marihuana-Produzent mit seinen mehr als 100.000 Tonnen. Hier sprechen wir nur von offiziellen Zahlen. Die inoffiziellen sind sicher viel höher. Der Kriegsgrundsatz, zerstören bedeutet gewinnen, ist im Drogenkrieg ein Widerspruch. Die kulturelle Bedeutung des Kokains und seine Rolle im täglichen Leben eines großen Teils der einheimischen Bevölkerung Südamerikas sind Teil der sozialen Anthropologie dieses Kontinents. In den letzten paar Jahrzehnten hat die wissenschaftliche Forschung verschiedene realistische Möglichkeiten aufgezeigt, um das Problem in Angriff zu nehmen. Aber sie wurden kaum in Erwägung gezogen und manchmal völlig ignoriert. Zerstörung jedoch kann nie eine Lösung des Problems sein. Jedenfalls nicht, solange die Drogenbarone die politischen und wirtschaftlichen Arenen beherrschen und die Entwicklung einer Politik und Gesetzgebung verhindern, die den Bedürfnissen dieses großen Bevölkerungsteils, der massiv durch den Anbau und den Handel von drogenerzeugenden Pflanzen konditioniert ist, gerecht wird. Man braucht einen viel umfassenderen Plan, um einen Verbrechensapparat, der so mächtig ist, dass er die Entwicklung eines ganzen Kontinents abwürgen kann, auszurotten. Zerstörung allein aber ist schlimmer, als die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Das Verbrennen der Ernten ohne gleichzeitigen Plan zum Wiederaufbau der Wirtschaft läuft auf die Vernichtung eines großen Teils der südamerikanischen Urbevölkerung hinaus. Diese Erkenntnis veranlasste das Inter-American Native Institute der Organization of American States dazu, auf der Interamerikanischen Konferenz über den Drogenhandel eine eindeutige Erklärung abzugeben. Hier heißt es im Klartext, dass die völlige Unterdrückung des Coca- und Cannabis-Anbaus einen Angriff auf die bürgerlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Rechte vieler Völker Südamerikas darstelle und als ein Akt ethnischer Unterdrückung zu werten sei. Wahllose Verwüstung, manchmal nur aus Imagegründen und manchmal sogar durch die Drogenhändler selbst, hat nicht nur den bereits erwähnten Schaden hervorgerufen, sondern hat auch zur Entstehung neuer Feldfrüchte wie des Schlafmohns zur Opiumgewinnung geführt. Das Amazonas-Hochland, irgendwo zwischen den Grenzen von Kolumbien, Peru und Bolivien. Hier eine Plantage von Schlafmohn, einer Feldfrucht, die noch vor einigen Jahren in Südamerika völlig unbekannt war. Obwohl der Kampf gegen den südamerikanischen Schlafmohn bereits im Gange ist, wird in Kolumbien allein bereits auf mehr als 50.000 Morgen Mohn angebaut. Und die jährliche Zunahme ist so kontinuierlich, dass der Mohn in Kürze an die Stelle von bis zu 20% der Coca-Ernte treten könnte. So steht trotz starker Opposition das neue Opium, das Opium der Latin American Connection, schon in den Startlöchern, um die Welt zu überfluten. In Zusammenarbeit mit den Kräften der örtlichen Regierungen werden Kampagnen unternommen, um die Ernten zu vernichten oder zu zerstören. Das Komische daran ist,
dass die herrschenden Drogenhändler manchmal diese Aktionen unerklärlicherweise unterstützen. Tatsache ist, dass trotz der Vernichtungsbemühungen die Herstellung von Kokain und Marihuana und jetzt auch von Opium ständig wächst und mit ihr die riesige Macht der Latin American Connection. Die Connection entstand, als die führenden kolumbianischen Drogenbarone auf der internationalen Szene auftauchten. Pablo Escobar, bis zu seinem Tod der unbestrittene Kopf des Kartells von Medellin. Gilberto Rodriguez Orejuela, der Kopf des Kartells von Cali. Und Carlos Leda Rivas, der Kopf des Kartells von Armenia. Aber die Landschaft des organisierten südamerikanischen Verbrechens ändert sich. Die Ausbeutung der Unterdrückten ist immer noch die Tageslosung. Aber die Macht wandert, vor allem seit dem Tod von Escobar, und von den Kartellen weg in die mehr exklusiven Hände korrupter Politiker, Offiziere und Geheimdienstler. Doch die Latin American Connection bleibt die starke Macht des Kontinents. Trotz der Vielzahl der Morde haben mehr oder minder gut organisierte Gewerkschaften der Coca-Bauern begonnen, sich gegen die Unterdrückung der verbrecherischen Herren zu erheben. Die Bauern wollen nicht als Verbrecher angesehen werden und sie sind es im Grunde auch nicht. Sie bauen Coca-Sträucher und Cannabis an, denn dies sind die einzigen beiden landwirtschaftlichen Produkte, die sie verkaufen können. Die wirklichen Verbrecher sind die Händler, die ihnen für ihre Erzeugnisse, die sie dann mit einem Milliarden-Dollar-Profit weiterverkaufen, einen Hungerlohn zahlen. Der Großhandelswert des südamerikanischen Kokains auf amerikanischen und europäischen Märkten wird auf 20 bis 25 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Der Gewinn der Latin American Connection und der Kartelle an diesen Verkäufen liegt zwischen 2 und 6 Milliarden Dollar, von denen nicht ein Cent an die Cocaleros weitergegeben wird. Hacienda Napoles. Eine der vielen Plantagen von Pablo Escobar, dem Robin Hood von Südamerika. Ein komischer Robin Hood, wenn man bedenkt, dass er 1987 als der 17-reichste Mann der Welt galt. Hier sein privater Zoo. Hunderte von Morgen voller exotischer Tiere, die der Boss weitaus besser behandelt als seine Cocaleros. Während Sie nun über die Arroganz des auf Drogen gegründeten Wohlstands nachdenken, geben wir Ihnen einen Kurzüberblick über die mafiaartigen Organisationen Südamerikas. Wie schon zuvor erwähnt, ist jedes Kartell autonom und wird allein von seinem derzeitigen Boss geleitet. Bündnisse werden von flüchtiger Zweckmäßigkeit diktiert. Diese Instabilität beruht auf der ständigen Zunahme an Neuankömmlingen, die sich offensichtlich alle an den amerikanischen Banden des frühen 20. Jahrhunderts orientieren, wofür das Auto Dillingers, das Escobar als wertvolles Andenken hütete, ein Beweis ist. An der Spitze aller Kartelle stehen die kolumbianischen, vor allem das Medellin-Kartell, das bis zu seinem Tod von Escobar geführt wurde. Danach kommt das Cali-Kartell unter Leitung der Gebrüder Rodriguez, das Bogotá-Kartell unter José Álvarez Moreno, das Armenia-Kartell unter Carlos Leda und das Leticia-Kartell unter Camilo und Wilson Rivera, die mit der berüchtigten Veronica Rivera da Vargas, der sogenannten Coca-Queen, verwandt sind. Wie die vielen anderen in Südamerika und in der ganzen Welt sind sie reinste Machtbereiche des Verbrechens, wo Tausende von Menschenleben gegen einen Flitter wie massiv goldene Wasserhähne im Badezimmer gehandelt werden. Aber die kolumbianischen Kartelle sind nicht die einzigen, die ihre Macht auf dem Rücken der Coca-Anbauer aufbauen. In ganz Mittel- und Südamerika machen andere Organisationen genau das Gleiche. Nach Angaben des amerikanischen Außenministeriums haben innerhalb des bolivianischen Regierungssystems die Drogenhändler überall im Land das Sagen. In Peru wurden mehr als 20 verschiedene Organisationen identifiziert. In Mexiko liegt die Hauptmacht in den Händen des Guadalajara-Kartells. Und in Argentinien, Brasilien, Venezuela, Paraguay und in anderen Teilen des Kontinents gibt es zahllose kleinere Banden. Diese agieren, Berichten zufolge, vor allem als Hilfstruppen. Nicht nur für die kolumbianischen und bolivianischen Kartelle,
sondern auch für die nordamerikanischen, sizilianischen und chinesischen Syndikate. Alle sind Teil eines weiten, überaus mächtigen Netzes, das gegründet ist auf Unterdrückung und Gewalt und entstanden aus der riesigen Nachfrage nach Drogen. Eine Zeit lang unterhielt die Latin American Connection auch eine Arbeitsverbindung zu verschiedenen Guerilla-Bewegungen. In Kolumbien vor allem zu der FARC, der Revolutionären Kolumbianischen Armee, zu der M19, der Bewegung des 19. April und zu der Volksbefreiungsarmee, die wir hier bei ihrem Training sehen. Die Guerilla-Fraktionen erhoben in den von ihnen kontrollierten Gebieten eine Coca-Steuer. 10% auf die Einnahmen des Anbauers, 8% auf den Verkauf der Basispaste. Aber die Koexistenz zwischen Drogenhändlern und Guerillas endete ungefähr 1985, als die Händler begannen, ihre Gewinne in Immobilien zu investieren. Es ist errechnet, dass die Drogenhändler gegenwärtig über 2,5 Millionen Morgen Land besitzen. Und als die Guerillas auch hierauf Schutzgelder beanspruchten, begannen die Händler einen Krieg. Offiziell eine politische Auseinandersetzung, ist es aber in Wirklichkeit ein Wirtschaftskrieg mit Tausenden von Toten, der auch heute noch tobt. Diese blutigen Auseinandersetzungen entstanden nicht nur, weil sich die Händler weigerten, Schutzgelder auf die Ernten ihrer eigenen Plantagen zu bezahlen, sondern auch, weil die Guerillas seit 1985 eine starke Konkurrenz geworden waren. Nach Berichten des amerikanischen Drogendezernats stehen die FARC, die M19 und die anderen bewaffneten politischen Bewegungen in direktem Kontakt zu den Drogenhändlern der Cosa Nostra und anderer ausländischer Syndikate und riefen einen Drogen-gegen-Waffenhandel ins Leben. Dieser Handel schadete den bisher unbestritten herrschenden Kartellen sehr und verursachte ihnen einen Jahresverlust von ungefähr 2 Milliarden Dollar. Cartagena de Indias. Ein Containerschiff kurz vor seinem Auslaufen nach Amerika. Eine der größten Drogenrazzien der kolumbianischen Polizei. Fast aus jedem Hafen in Mittel- und Südamerika gehen unterschiedlich große illegale Lieferungen nach Nordamerika und Europa. Aber die großen Drogenverschiebungen, so eine jüngste Studie des amerikanischen Drogendezernats, sind das Monopol der Kartelle. Transportmittel mit komplizierten, ständig wechselnden Einrichtungen werden organisiert, wobei jedes Kartell anders verfährt. Die Medellin-Gruppe bevorzugt Flugzeuge und kleinere Schnellboote. Das Cali-Kartell dagegen bevorzugt langsamere, aber sichere Transportmittel wie Frachter oder Containerschiffe. Obwohl in den letzten Jahren immer mehr Drogenlieferungen abgefangen werden konnten, sind die Rauschgiftmengen, die die Verbraucherländer erreichen, überhaupt nicht zurückgegangen. In den USA allein soll seit Anfang der 90er eine Zunahme von ungefähr 10-15% zu verzeichnen sein. Einzig positive Auswirkungen der Drogenkonfiszierungen? Die Händler wurden ausgesiebt. Nur die erfahrensten oder die mit den besten Verbindungen zu korrupten Beamten können die Beschlagnahmung ihrer Sendung umgehen. Daher kann für Drogenhändler der großen Organisationen die Beschlagnahmung einer größeren Sendung auch nützlich sein. Sie könnte ja einen der Neuankömmlinge matt setzen. Der weltweite überstarke Druck der Mafias und Drogenhändler, vor allem in Südamerika, hat dazu geführt, dass die Anbauflächen für Pflanzen zur Drogengewinnung abnorm vergrößert wurden. Diese Zunahme ist nicht die Schuld der Bauern. Da die Händler praktisch die Preise, die sie für das Rohprodukt zahlen, diktieren, zwingen sie im Grunde die kleinen Pflanzer, mehr und mehr Land für den Anbau illegaler Feldfrüchte zu opfern, damit sie überhaupt überleben. Es entstehen irreparable Umweltschäden und die international bereitgestellten Geldmittel zur Limitierung der Zerstörung werden veruntreut. Beispiel: Es waren 25 Millionen Dollar bereitgestellt, um die Cocaleros im bolivianischen Junga vom Coca-Anbau abzuhalten. Von den 30.000 Morgen waren nur 188 für jeweils 133.000 Dollar pro Morgen umgestellt. Und fast kein Dollar war an die Cocaleros gegangen. Was blieb ihnen also übrig?
Sie bauten wieder Koka an. Die Drogenspur führt unvermeidlich in die Städte. Hier haben wir nicht mehr die unterentwickelte Landwirtschaft der Campesinos, sondern die urbane Unterentwicklung armseliger Händler und Pusher. Aber die Drogenmafia zieht noch immer die Fäden. Wir nennen sie immer Drogenmafia, denn in Lateinamerika gehören Drogen und Mafia unzertrennlich zusammen. Mit ihren allmächtigen Drogendollars und mit La Violencia, der Gewalt, kontrollieren die Händler direkt oder indirekt jeden Verbrechenssektor. Prostitution, organisiertes Verbrechen, Glücksspiel, Schmuggel, was auch immer. Und immer sind die Drogen die Grundlage. Die Straßen praktisch aller Städte und Dörfer des Kontinents sind die unbestrittene Domäne der Drogenmafia. Alles in allem umfasst diese südamerikanische Mafia mehr als 5000 organisierte Gruppen eines bestimmten Niveaus. Robert Bonner, dem Direktor des Drogendezernats zufolge, ist die Säule dieses Konglomerats jetzt das kolumbianische Cali-Kartell. Es ist nicht nur die stärkste Gruppe in Südamerika, es ist auch die mächtigste Verbrecherorganisation auf der Welt. Diese alarmierende Nachricht sollte zwar mit Vorsicht zur Kenntnis genommen werden. Sie zeigt aber auch eine neue Realität in der weltweiten Szene des Verbrechens. Die südamerikanischen Kartelle haben eine führende Rolle auf praktisch jedem Sektor des Verbrechens übernommen und unterminieren auf vielen Sektoren die Vorherrschaft vieler älterer und organisierter Mafiagruppen wie die der Triaden, der Yakuza und der Cosa Nostra selbst. Die kühne Arroganz dieser neuen Macht zeigt sich auch bei solchen Sondervorstellungen wie den Beerdigungen ihrer Bosse. So verabschiedeten sie sich von Escobar. Mehr als feierliche Riten sind es eher wilde, exzessive Historienspiele, wo Trauer mit Lustbarkeit vermischt werden. Die Beerdigung des mächtigen Mafia-Bosses Flaco war berühmt-berüchtigt für das viertägige Saufgelage mit Tanz und Musik, das seine Nachfolger veranstalteten. Der Trauerzug, der Boss Negro zum Friedhof brachte, war vollkommen betrunken. Trauergäste schossen wild in die Luft und schrien, er bleibt der König. Die Mafia-Könige herrschen über ihre Untertanen durch Brutalität. Wer rebelliert, stirbt. Und der, der tötet, bezahlt fast nie. Typisch für diese Art der Brutalität war die Ermordung des kolumbianischen Präsidentschaftskandidaten Carlos Galán. Ein eingeschworener Feind der Drogenhändler wurde er 1989 auf einer politischen Kundgebung in Bogotá umgelegt. Dies ist der einzig existierende Streifen von diesem dramatischen Ereignis. Obwohl viele Jahre vergangen sind, ist dieser politische Mord noch nicht gesühnt. Es hatten sich zwar drei Killer zur Tat bekannt, sie wurden aber unverständlicherweise als Belohnung für dieses Bekenntnis wieder auf freien Fuß gesetzt, um dann allerdings ein paar Tage später von den Drogenhändlern für ihre Geschwätzigkeit umgelegt zu werden. Die südamerikanische Mafia wird besonders brutal, wenn die Presse nicht spurt. Hier der Angriff auf die Tageszeitung El Espectador von Bogotá, bei dem der Direktor Guillermo Cano im Dezember 1986 getötet wurde. Die Mafia nimmt jeden aufs Korn, der sich ihrem kriminellen Despotismus nicht unterwirft. Seien es nun Politiker, Journalisten, Richter, Verwaltungsbeamte, Militärs oder sogar Polizeibeamte. Jeder, der sich des Verbrechens schuldig macht, ein ehrlicher Mensch zu sein. Hier der Angriff auf das DAS-Hauptquartier, die Entsprechung des amerikanischen Drogendezernats. Seine Hauptaufgabe: der Kampf gegen die Drogenbarone. Es war ein Massaker. 80 Tote, Polizisten und völlig unbeteiligte Bürger. Auch die Banken, die den wirtschaftlichen Anordnungen der Mafia nicht folgen,
werden aufs Korn genommen. Hier die Banco Cafetero, wieder in Kolumbien. Ein weiteres Massaker. Schreckliche Szenen, aber nur ein kleines Beispiel für die Brutalität von Drogenhändlern in einem Land wie Kolumbien, das mit 30.000 Morden pro Jahr an der Weltspitze liegt. La Violencia ist der Motor der Mafia in Südamerika. Sie ist der Motor der Mafia in der ganzen Welt. China. Symbol und Seele des Orients, des fernen Ostens, über den so wenig bekannt ist, weil nichts Wissen sicherer ist. Wir wollen hier nicht von der berühmten alten Zivilisation sprechen, die hinter diesen oft undurchdringlichen Grenzen blühte. Wir wollen vielmehr von etwas anderem sprechen, das die verbreitete Ansicht widerlegt, dass das organisierte Verbrechen ein Geschenk Siziliens an die Welt war. Wenn unter Verbrechersyndikat eine engmaschige geheime Vereinigung mit einer pyramidalen Machtstruktur und tödlichen Tentakeln, die sich in jede Spalte der Gesellschaft drängen, verstanden wird, dann war der ferne Osten Wiege von Kulturen, Philosophien und Religionen, auch die Wiege von dem, was heute allgemein, aber ungenau als Mafia bezeichnet wird. Aus der in Dunst gehüllten Dämmerung des fernöstlichen Verbrechertums, das einige Gelehrte bis auf das 21. Jahrhundert vor Christus zurückdatieren, entstanden diese chinesischen Mafias, die als Triaden bekannt sind. Die modernen Triaden sind zum großen Teil Derivate von Geheimsekten, die über Jahrhunderte hin in China bestanden. Ihr heutiges Tätigkeitsfeld umfasst außer dem Festland Hongkong, Macau, Taiwan und alle chinesischen Enklaven in ganz Südostasien, einschließlich der Philippinen und Indonesiens. Sie zogen mit der chinesischen Emigration um die Welt, von Indien nach Europa und nach Nord- und Südamerika. Eine Triade kann zwischen 100 und mehreren tausend Mitgliedern haben. Die San Yeon, die mitgliederstärkste Triade, hat ungefähr 60.000 und alle folgen einem Kodex, der dem der traditionellen sizilianischen Mafia völlig ähnlich ist. Und das, obwohl nie ein Kontakt zwischen den beiden bestanden hat. In Hongkong sind die Triaden wie alle anderen kriminellen Organisationen am tiefsten verwurzelt. Sie beherrschen das organisierte Verbrechen, den Grundstücksmarkt, das Glücksspiel und die Prostitution. Aber wegen der riesigen, chaotischen und fast unmöglich durch die Polizei zu kontrollierenden Bewegung im Hafen, vor allem durch die kleinen Boote, liegt die Haupttätigkeit der Triaden auf dem Gebiet des Schmuggels und der Drogen. Die britischen Behörden von Hongkong bestreiten, dass die Triaden stark in den internationalen Drogenhandel verwickelt sind. Diese Verharmlosung entspricht aber nicht den Presseberichten der Untersuchungsbehörden. Diesen Berichten zufolge sollen die Triaden gegenwärtig 90% des Heroinhandels in der Welt kontrollieren. Und wie gewöhnlich haben auch diese klassischen Mafias ihre Macht auf dem Blut, dem Schweiß und den Tränen der unterentwickelten und enteigneten Massen aufgebaut. Darüber hinaus haben Verheerungen durch Krieg, Hunger und natürliche Katastrophen in diesem Teil der Welt für ungewöhnliche und unkontrollierte illegale Auswanderungswellen gesorgt. Diese Wellen haben die Keimzellen des organisierten fernöstlichen Verbrechens mit sich getragen und Europa und der Westen beginnen jetzt die Auswirkungen dieses neuen Verbrechertums zu spüren. Eine weitere Mafia alter Tradition, noch älter als die sizilianische Mafia, ist die japanische Yakuza. Einige Historiker behaupten, dass die legendären Kabukimono, organisierte Verbrecherbanden, die schon vor 1500 bekannt waren, die Ahnen der modernen Yakuza seien. Man könnte sie die Ehrenmänner des alten Imperiums der aufgehenden Sonne nennen. Der große nationale Durchbruch gelang der Yakuza vor allem zu Ende des Zweiten Weltkriegs, als das Land, das völlig am Boden lag, verzweifelt nach alten, vergessenen Werten suchte. Um sich den Anstrich patriotischer Loyalität zu geben, bemühte sich die Yakuza,
die Kriegsveteranen in ihren Reihen aufzunehmen, indem sie sie aus ihrer völligen Armut und Verlassenheit herausholten. Unter dem Deckmantel nationaler Ehre, der ihre wahren Ziele verbarg, und mit einem gut organisierten Plan unternahm die Yakuza genau dasselbe, was auch die sizilianische Mafia gemacht hatte. Sie arbeiteten mit den amerikanischen Besatzungstruppen zusammen. Auf diese Weise konnten sie auf die politischen und wirtschaftlichen Ebenen vordringen und damit Schutz, Immunität und Macht, die sie heute noch immer haben, erlangen. Die moderne Yakuza ist vielleicht die am besten organisierte Verbrechervereinigung in der Welt, zu der Syndikate gehören, die wiederum aus Tausenden von miteinander verbundenen Gruppen bestehen. Das größte der Syndikate, das Yamaguchi-Gumi, umfasst 400 Gruppen, das Sumiyoshi-Rengo 113 Gruppen, das Motokyokuto-Ayo 105 Gruppen und das Inagawa-Kai 140 Gruppen. Ferner gibt es noch das Matsuba-Kai mit 41 Gruppen, das Nippon-Kokosui-Kai mit 22 Gruppen, das Dei-Nippon-Haiwa-Kai mit 51 Gruppen und schließlich das Toa-Yua-Yigio-Kumiai, über das es keine offiziellen Zahlen gibt. Ein japanisches Verbrechensphänomen, von dem man noch nicht viel weiß, ist das der jungen Bosozoku. Diese Art eines postjugendlichen Verbrechertums trat zuerst nach dem Krieg in Form einer motorisierten, randalierenden Bande auf. Heute sind sie eher eine Art Yakuza-Lehrlinge. Der Stolz der Bosozoku liegt in ihren physischen Fähigkeiten, die sie bis in einem zum äußersten gesteigerten Kriegstraining erlangen. Ihr größtes Ziel ist es, Yakuza-Mitglied zu werden, und dieses Ziel verfolgen sie in jeder Weise. Abgesehen davon gibt es fast keine beruflichen Beziehungen zwischen der Yakuza und den Bosozoku. Die richtigen japanischen Gangster belächeln diese Kinder, die für sie wenig mehr als Ganoven sind. Sie nennen sie verächtlich Chimpira, die japanische Bezeichnung für Schwachkopf. Neben der Fingeramputation ist die Tätowierung ein weiteres Kennzeichen der Yakuza. Ursprünglich ein Schandzeichen, das die kaiserlichen Autoritäten den Verbrechern aufbrannten. Verbrecher wurden für jedes begangene Verbrechen mit einem schwarzen Kreis um den Arm gebrandmarkt. Je mehr schwarze Kreise, desto gefährlicher der Mann und desto härter die Strafe bis hin zur Todesstrafe. Eine Tätowierung war wie ein unlöschbarer, in den Arm gebrannter Polizeibericht. Heute wiederum sind Tätowierungen, vor allem die größeren, wegen der schmerzhaften traditionellen Methode, die zum Eindringen der Farben in die Haut noch immer angewandt wird, ein sichtbares Zeichen für Mut und Opfergeist, die in der kriminellen Philosophie der Yakuza eine zentrale Rolle spielen. Die Tätowierung ist aber auch ein Gütezeichen, mit dem sich die Mitglieder des Verbrechersyndikats vom Volk absetzen. Denn die Yakuza halten sich für über dem Rest der Menschheit stehend. So hat sich in Japan die Tätowierung von einem Schandmal in ein Gütezeichen verwandelt. Manchmal wird dieses Gütezeichen entweiht und zu einem Handelsobjekt reduziert. Eine Yakuza-Tätowierung kann eine Menge Yen oder Dollar, je nach Kunden, einbringen, und skrupellose Menschen versuchen alles Mögliche, um, wie man hier sieht, dessen habhaft zu werden. Wie jede andere Mafia der Welt haben die Yakuza im eigenen Revier
Das Monopol auf allen illegalen Geschäften, vor allem auf Prostitution und Sexualdelikte. Maiko ist ein japanisches Wort, das außerhalb Japans kaum bekannt ist. Jeder aber weiß, was eine Geisha ist, denn die Medien haben es uns jahrelang, wenn auch nicht immer richtig, eingetrichtert. Geisha ist eine japanische Prostituierte. Auch Maiko ist eine Art Prostituierte, aber von besonderer Art. Sie ist minderjährig und Jungfrau. Sie wurde dazu ausgebildet, dem Kunden einen Abend mit Tanz, Musik und Gedichten zu verschönern, nicht aber mit Sex. Sex findet erst statt, wenn die Organisation, die sie kontrolliert, ihn ihr erlaubt. Und dann wird sie zur Geisha. Neben der weiblichen kontrolliert die japanische Mafia direkt oder indirekt auch die männliche Prostitution. In allen größeren Städten Japans gibt es viele homosexuelle Nachtlokale und Treffpunkte, die manchmal auch als künstlerische oder kulturelle Zentren getarnt sind. Dies Geschäft bringt der Yakuza ungefähr 10% ihres gesamten Einkommens ein. Wobei man schätzt, dass sich diese 10% auf 500 Millionen Dollar pro Jahr belaufen. Lichtjahre von den bunten Straßen Japans entfernt, verdient sich eine verarmte, enteignete Menschheit am Rande des südchinesischen Meeres seinen Lebensunterhalt. Was für ein Abgrund liegt zwischen den 20.000 Dollar für die Deflorierung einer Maiko und den 50 Dollar für die Dienste eines jungen Mädchens, das zu den Bootsflüchtlingen in Hongkong gehört? Und doch ist es dasselbe Spiel. Die schreckliche, gräuliche, unmenschliche Ausbeutung der Prostitution. Armut, Unterentwicklung und soziale Entfremdung sind die Eckpfeiler des Verbrechens. Zahlen der UN zufolge verhungern 2 Milliarden Menschen, 1/3 der Weltbevölkerung oder sind unterernährt. 1/3 der Menschheit hungert. Das ist die potenzielle Armee des organisierten Verbrechens. Eine Armee, die zu allem bereit ist. Bereit, sich zu prostituieren, bereit, die eigenen Söhne und Töchter zu verkaufen, bereit zu töten, wenn Töten Überleben bedeutet. Hier einige Bilder, um zu zeigen, wie weit Menschen zu gehen bereit sind, um zu überleben. Diese Kinder wurden von ihren Eltern an verbrecherische Organisationen verkauft, die das organisierte Bettelgeschäft betreiben. Um größeres Mitleid bei den Passanten zu erregen, wurden die Kinder entstellt, gelähmt oder sonst wie böse zugerichtet. Es ist ganz logisch. Ein entstelltes Kind bekommt mit Sicherheit mehr Geld als ein gesundes. Manchmal geht die verfluchte Wahrheit sogar über unsere schlimmsten Vorstellungen hinaus. Das goldene Dreieck. Was für ein poetischer Name für den Ausgangspunkt von so viel schrecklicher Gewalttätigkeit. Es ist das Gebiet, das sich über die Grenzen zu Thailand, Laos und Myanmar
das frühere Burma, erstreckt. Hier wird unter der fast ausschließlichen Kontrolle der örtlichen Mafias die Mehrheit allen Opiums und Heroins, das in der Welt konsumiert wird, hergestellt. Den größten Teil des Jahres ist das Gebiet des Dreiecks ohne richtige Verkehrsverbindungen. Aber die Natur hat den Opiumhandel nie zum Erliegen gebracht. Die Ladungen sind nicht sehr sperrig, sie sind leicht zu tragen und man braucht keine großen Infrastrukturen. Man braucht sie nur entlang der Flüsse oder auf den Pfaden mit sich zu schleppen. Und auch wenn sie wollten, könnten die Behörden niemals auf allen Pfaden Streife gehen. Das amerikanische Rauschgiftdezernat schätzt, dass 2500 Tonnen Opium pro Jahr aus dieser Gegend kommen. Aufbereitet macht das 130 Tonnen reinen Heroins. Und das alles summiert sich zu dem enormen Vermögen der Drogenlords im Dreieck. Sie treiben mit allen Handel, den Triaden, den Yakuza, der Cosa Nostra, einfach mit allen. Nichts ist in diesem Geschäft beständig. Alle Bündnisse sind abhängig vom schnellen, größtmöglichen Profit. Offiziellen Statistiken zufolge wird auf mehr als 160.000 Morgen in Myanmar Schlafmohn zur Opiumgewinnung angebaut. Auf 50.000 in Laos und 10.000 in Thailand. Aber die wirklichen Zahlen liegen viel höher. Beinahe eine 500.000 Morgen in Myanmar, 125.000 Morgen in Laos und ungefähr 25.000 Morgen in Thailand. Alles zusammengenommen mehr als 1.000 Quadratmeilen. Von diesen Feldern aus startet das Opium des goldenen Dreiecks irgendwie seinen tödlichen Einzug in die Welt. Der größte Teil der Schlafmohnproduktion stammt aus Myanmar, aus dem Gebiet Shan am westlichen Ende des Dreiecks. Das Gebiet wird von mehr als 20 verschiedenen ethnischen Stämmen bewohnt, die fast ausschließlich von den Opiumkäufern abhängig sind. Der unumstrittene Herrscher des illegalen Staates Shan ist der Drogenlord Khun Sa. Khun Sas Macht beruht auf einer Privatarmee von 20.000 Mann. Viele der Soldaten sind eigentlich noch Kinder, denn in der Region Shan beginnt der Militärdienst schon mit 10 Jahren. In der Region Shan werden die Drogensüchtigen zum Tode verurteilt. Khun Sa ist bestens über den Drogenhandel informiert. Er selbst ist im Drogengeschäft, gestattet aber nicht, dass seine eigenen Leute Drogen konsumieren. Die ethnischen Stämme, deren Lebensunterhalt am meisten vom Anbau des Schlafmonds abhängt, sind die Miao, die Lau, die Aka, die Shan, die Kachin und die Wa. Sie leben in Splittergruppen über das Dreieck verstreut. Diese Minderheiten sind politisch gesehen isoliert. Viele von den Einwohnern dieser Gegend, die illegal Schlafmohn anbauen, haben keinerlei bürgerliche Rechte und sind gewöhnlich auch nicht in den nationalen Regierungen vertreten. Ihre einzigen Kontakte zur Außenwelt sind die Opiummakler, die von dieser physischen und sozialen Isolation profitieren, um die Pflanzer unter Druck zu halten. Die Makler sind die Ho, eine chinesische Minderheit, die vor Generationen in die Gegend gekommen war. Sie sind die Mittler zwischen den Bauern und den eigentlichen Händlern, den sogenannten Reisfelder-Thais. Das Maklergeschäft ist wichtig, denn die Bauern wollen oder haben keinen direkten Kontakt mit den Händlern und akzeptieren die Ho als ihre Zwischenhändler. Und die Ho tun das natürlich nicht umsonst. Sie kaufen von den Bauern das Opium zu Schleuderpreisen und verkaufen ihnen dann unverfroren die benötigten Grundgüter zu überhöhten Preisen. Falls nötig, leihen die Ho ihnen auch Geld oder verkaufen auf Kredit im Vorgriff auf zukünftige Ernten. Nach Zahlen des thailändischen Innenministeriums machen die Ho einen Profit von 30-100% auf die Waren, die sie den Bauern verkaufen, und von 100% auf das Opium, das sie dann an die Reisfelder-Thais weiterverkaufen. Obwohl sie von den Ho, der Gebirgsmafia des Dreiecks, ausgebeutet werden, bauen die Stämme immer mehr Schlafmohn an. Denn Opium ist nicht nur wirtschaftlich günstig, es ist auch im Verhältnis zu seinem hohen Wert nicht sperrig und schwer und kann daher auf unkonventionellen Wegen unter Umgehung etwaiger Kontrollen geliefert werden. Außerdem braucht Opium nicht aufbereitet oder sofort nach der Ernte ausgeliefert oder verbraucht zu werden. Opium überdauert Jahre, ohne dass es sich jemals verändert. Und wie bereits erwähnt, kann das Schwarzmarkt-Opium bei den Kaufleuten beliehen werden,
was den Anbauern einen zwar kleinen, aber lebenswichtigen wirtschaftlichen Spielraum ermöglicht. Aber alle diese Faktoren haben die Stämme in den Hügeln des Goldenen Dreiecks in völlige Abhängigkeit von der Mondpflanze gebracht und sie praktisch an die Whore und damit an die Drogenmafias der Welt gefesselt. Die kümmerliche Hütte, die typische Behausung des Mohnbauern im Dreieck, ist ein beredter Kontrapunkt zu dem enormen Gewinn, den die Arbeit dieser Menschen für die Drogenhändler und die Mafias der Welt erwirtschaftet haben. Der Whore-Makler zahlt dem Bauern $300 für 10 Kilo Opium. An der Grenze Thailands oder eines anderen Landes im Dreieck ist der Preis für diese 10 Kilo durch Korruption und andere ungesetzliche Besteuerung bereits auf ungefähr $1,500 angestiegen. Anschließend werden die 10 Kilo Opium in ungefähr 1 Kilo 80-90%igen reinen Heroins verwandelt. Vor dem Verschnitt bringt das Kilo zwischen $80,000 und $140,000 in Europa und $180,000 in den USA. Nachdem es verschnitten ist, steigt der Wert bis auf $1,000,000. Wie kann man einen armen Bauern, der sich schlecht und recht mit Mohnanbau durchschlägt, für die ungeheure Ausbeutung und das Verbrechen der Drogenhändler der Welt verantwortlich machen? Letztlich sind die wirklichen Verbrecher die ranghöchsten Manager der großen fernöstlichen Mafias, die in den Suiten ihrer Wolkenkratzer sitzen und mit den enormen Gewinnen aus Drogenhandel und anderen nur vorstellbaren illegalen Geschäften das Kapitalanlagespiel spielen. An der Spitze dieses riesigen verbrecherischen Unternehmenskomplexes sitzt Shan Shu, wörtlich der Kopf des Drachen, allmächtiger Pate aller Paten im Osten. Der feurige Atem von Shan Shu beherrscht fast jeden Tätigkeitsbereich seines weitreichenden geografischen Gebiets, was sich auf unendlich viele Menschenleben auswirkt. Machtmäßig direkt unter dem Kopf des Drachen die Fun Shan Shu, die Ratgeber, die die transnationale Geschäftsstrategie planen. Die nächsten auf der Leiter sind die Chohai, die Strohsandalen. Die Chohai halten die Verbindung zwischen den höheren Rängen, der Mannschaft und der Bevölkerung. Dann kommen die Hung Quan, die roten Hunde, die von der Leitung ausgesprochene Strafen einschließlich der Todesstrafe ausführen. Danach kommen die Hun Chu oder die Meister des Weihrauchs. Sie führen die neuen Rekruten ein, bilden sie aus und beurteilen sie. Ganz unten in der Hierarchie befinden sich die Gun Chien, die Soldaten, die brutal jeden der ihnen gegebenen Befehle ausführen, vor allem die Befehle der Pak Tsin, der Papieranbeter, der Buchhalter, die den unrechtmäßig erworbenen Wohlstand der Organisation verwalten. Mit dem stillschweigenden Einverständnis und der Mittäterschaft der Finanzmärkte in der ganzen Welt stellen diese Geldmenschen sicher, dass die Organisationen über all die Geldmittel verfügen, die nötig sind, um ihre Macht zu fördern. Zuerst hieß sie die Union der Sozialistischen Sowjetischen Republiken. Nach der Jalta-Konferenz im Jahre 1945 beherrschte dieses übermächtige autoritäre Reich mit einer beinahe perfekten politisch-militärischen Maschinerie dann fast ganz Osteuropa. In diesem Reich hatte man zuvor kein organisiertes Verbrechen geduldet. Trotzdem existierten während der kommunistischen Regierungszeit die östlichen Mafias nicht nur weiter, sondern sie kontrollierten jeden Sektor des Verbrechens, häufig auch unter mehr oder minder heimlicher Beteiligung von Regierung und Wirtschaft. Die Geheimdienste aller Länder hinter dem eisernen Vorhang, vor allem aber der KGB, hatten nicht nur tief verwurzelte Kontakte zum regionalen organisierten Verbrechen, sondern unterstützten finanziell, vor allem mit Drogen, destabilisierende Aktionen in der ganzen Welt. Wie die CIA in der Vergangenheit und vielleicht auch heute noch. Dann stürzten die Götter und die Perestroika entstand.
Heute ist Osteuropa völlig verändert. Die neuen Generationen haben sich kopfüber in eine Wirtschaft des Konsums gestürzt, von der sie nichts verstehen. In ihrer Sucht, unbedingt so schnell wie möglich reich zu werden, können sie einfach nicht auf eine solide freie Marktwirtschaft warten. Dies ist der Nährboden für Erpressung, Überfälle und Mord. Und hinter allem steht das größte Unheil, die Mafia. Die neue russische wie auch die neuen osteuropäischen Mafias bestehen vornehmlich aus ehemaligen Agenten des Geheimdienstes, ehemaligen Mitgliedern der Parteihierarchie und Kriminellen, die ehemals für das politische Regime gearbeitet hatten. Die Letzteren können jetzt auf eigene Rechnung arbeiten und sie sind es, die Kontakte zu den großen internationalen Mafias wie der Cosa Nostra, den Triaden, den Yakuza und den südamerikanischen Kartellen unterhalten. Drogen und Prostitution sind das tägliche Brot der neuen Mafias. Sie waren es auch früher schon, obwohl erst durch Glasnost, die neue Transparenz, gibt man ihre Existenz zu. Obwohl die Zahlen geschönt sind und bewusst niedrig gehalten werden, geht aus ihnen dennoch hervor, dass in Moskau allein mehr als 50.000 Menschen beiderlei Geschlechts Prostitution betreiben und mehr als 100.000 Menschen Drogen konsumieren. Und sie alle befinden sich in der eisernen Faust des organisierten Verbrechens. Das neue Geschäft, auf das sich ehemalige Geheimagenten und Ex-Politiker heutzutage konzentrieren, ist die neue Goldmine der Mafia, der illegale Waffenhandel. War das russische Militärregime eine Bedrohung durch seine Stärke, so ist es heute eine Gefahr wegen seiner Schwäche. Wo immer sich die Rote Armee zurückgezogen hat, sind zwei parallel verlaufende Waffenmärkte entstanden. Ein offizieller Waffenmarkt der Regierung und ein schwarzer Markt in den Händen der sogenannten privaten Makler. In offizieller Funktion verkauft das russische Verteidigungsministerium ein ganzes Lager von Artillerie, Munition und Panzern, die einst den Streitmächten des Warschauer Paktes gehörten. Dieses Kriegsmaterial wird an die Länder der Dritten Welt und manchmal sogar an private Zwischenhändler verkauft. Alles oder fast alles, was das Ministerium nicht verkauft, befindet sich in den Händen des privaten Handels, der wiederum von ehemaligen Wehrmachtsoffizieren, ehemaligen Angehörigen des KGB und ehemaligen Politikern betrieben wird. Und alle handeln mit jedem Regime, das flüssig ist. Vor einigen Monaten wurde in Kharkov in der Ukraine über diese Kanäle eine Reihe von Flugzeugen des Typs MiG-27 für 2 Milliarden Dollar verkauft. Dies ist nur ein Beispiel, um eine Vorstellung vom Ausmaß des Geschäfts zu vermitteln, das auf der Grundlage der Demontage der früheren mächtigen Roten Armee gedeiht und steht für hunderte von ähnlichen Transaktionen. Dieses Geschäft ist fast ausschließlich in den Händen der sogenannten dritten Ebene. Zur Zeit des kommunistischen Regimes war die Sowjetunion führender offizieller Waffenhändler der Welt mit 58% aller Verkäufe. Heute hat Russland Schwierigkeiten, 16% zu erreichen. Das bedeutet aber nicht etwa, dass es weniger Waffen verkauft. Der prozentuale Rückgang an offiziellen Verkäufen wird durch inoffizielle Verkäufe mehr als wettgemacht. Und dank der Waffenmafias könnte Russland immer noch als der größte Waffenverkäufer der Welt gelten. Ein weiteres Geschäft, das dem osteuropäischen und vor allem dem russischen Verbrechen einen enormen Profit einbringt, ist der Schwarzhandel mit radioaktivem Material. Seit den Abkommen zwischen Bush und Gorbatschow, die einen Abbau des Waffenpotenzials einschließlich des Atompotenzials vorsahen, wurde die Welt von privaten Maklern, die nichts anderes als Vertreter der Waffenmafia sind, mit Angeboten derartigen Materials überschüttet. Viele dieser Angebote waren Schwindel. Oft handelte es sich jedoch um einen realen Vorrat an atomarem Material, dessen Verkauf natürlich illegal ist.
Jacques Attali, ehemaliger Präsident der Europäischen Bank für osteuropäische Länder, überreichte der UN einen Bericht, demzufolge bisher in der ehemaligen Sowjetunion ungefähr 30 Kilo spaltbaren Materials gestohlen wurden. Diese Menge ist für die Herstellung von 2 oder 3 einfachen Atombomben ausreichend. Diese Zahlen sind schon alarmierend genug, aber bei dem Verwaltungs- und Wirtschaftschaos, in dem sich die meisten osteuropäischen Nuklearbehörden gegenwärtig befinden, und bei der totalen Unmöglichkeit, irgendwelche Kontrollen durchzuführen, kann man durchaus annehmen, dass die Mafias, die sich auf den Handel mit nuklearem Material verlegt haben, bereits größere Mengen exportiert haben, exportieren oder zu exportieren planen. Und das möglicherweise in einem Ausmaß, dass das bereits schon heikle nukleare Gleichgewicht der Welt völlig außer Balance bringt. Ein sehr beliebter Kniff der Händler, verkäufliche Teile spaltbaren Materials rauszuschmuggeln, besteht darin, sie in Atommüll zu verstecken. In den Ländern hinter dem ehemaligen Eisernen Vorhang gibt es zahlreiche Anlagen, die spaltbares Material benutzen, aber sie sind zum größten Teil veraltet, aus finanziellen Gründen personell unterbesetzt und unzureichend gewartet. Folglich sind sie eine leichte Beute der Atommafia. Der Müll, der von den Nuklearanlagen abgeholt wird, wird normalerweise ohne besondere Kontrollen zu einer Deponie gebracht, die nur mit einem Zaun umgeben ist, der ihrer wirklichen Gefährlichkeit durchaus nicht gerecht wird. Sicherheitsvorschriften für den Transport nuklearen Materials entsprechen in Russland denen des Wodka-Transports, wonach einkalkuliert wird, dass jede vierte Flasche verschwindet. Daher sind, wenn man davon ausgeht, dass heute 100.000 Tonnen Atommüll bereits gelagert sind und 7.000 Tonnen pro Jahr neu dazukommen, die Möglichkeiten, verkäufliches, spaltbares Material, das als Abfall getarnt ist, aus osteuropäischen und vor allem russischen Atomanlagen verschwinden zu lassen, gelinde gesagt, immens. Dank der Atommafias könnten derartige Deponien zum Ausgangspunkt für die schrecklichste Katastrophe der Menschheitsgeschichte werden. Das erscheint unwahrscheinlich? Ein Zukunftsroman? Nein, sondern eine schreckliche Realität. Denn die Erstellung einer Atombombe erfordert keinerlei hochentwickelte Technik mehr. Das Material, das sich in diesem Behälter befindet, könnte eine ganze Stadt von der Größe New Yorks zerstören. Und von diesem Material gibt es heute in den Müllbehältern des ehemaligen sowjetischen Imperiums genug, was verkauft werden kann. Die Atommafias sind ohne Zweifel die gefährlichsten Verbrecherorganisationen der heutigen Welt. Nicht nur wegen der Gefährlichkeit des Materials, das sie herumfahren und mit dem sie handeln, sondern auch wegen ihrer schrecklichen wissenschaftlichen und technischen Ignoranz. Sie gehen mit spaltbarem Material wie mit jedem x-beliebigen anderen Schwarzmarktartikel um und gehen dabei dumme Risiken ein, mit der sie ganze Völker in Gefahr bringen. Ein Beispiel dieser Ignoranz sind die nicht genehmigten Deponien und die mehr oder minder geheimen nuklearen Friedhöfe, die alle völlig unbewacht und zahlreich in Osteuropa und vor allem in den Reaktorgebieten der ehemaligen Sowjetunion vorhanden sind. Als richtige ökologische Zeitbomben befinden sie sich fast alle in den Händen regionaler Verbrecherkonzerne, die für Atommüllentsorgung bereitgestellte Gelder einkassiert haben, dafür dann aber den Atommüll nicht etwa entsorgen oder sicher versiegeln, sondern ihn irgendwo ohne Schutzmaßnahmen abparken. Auf dieser Karte sind die mehr oder minder legalen Deponien um Moskau herum eingezeichnet. Ein tödlicher Flickenteppich. Die unkontrollierte Manipulation spaltbaren Materials durch das organisierte Verbrechen hat manchmal ungewöhnliche Folgen, wie die, die von der russischen Zentralbank entdeckt wurden. Hier der Keller der Bank, wo ein großer Teil der Papiergeldreserven des Landes aufbewahrt wird. Plötzlich stellte man fest, dass große Mengen der Rubelscheine radioaktiv verseucht waren. Hatte das Geld vielleicht unbeabsichtigt in einer Bank in der Nähe einer Atomanlage oder vielleicht in der Nähe einer Mülldeponie mit radioaktivem Leck gelegen? Oder war es vielleicht bei einer Geschäftstransaktion benutzt worden, in die spaltbares Material involviert war? Oder war es mit dem Material selbst in Berührung gekommen? Der wahre Grund für die radioaktive Verseuchung, die fast das Doppelte dessen ausmachte, was vom Geigerzähler als tolerierbarer Gefahrenpegel angegeben wird, wird nie bekannt werden.
Was jedoch sicher ist, ist die blödsinnige Inkompetenz von Atomverbrechern, die Geld in Umlauf bringen, das durch seine bloße Berührung ernste und irreparable gesundheitliche Schäden verursachen kann. Und die Landesmedien haben, sei es aus Nachlässigkeit, sei es aus Mittäterschaft, keinerlei Anstalten gemacht, den Vorgang zu veröffentlichen. Wie viel von diesem tödlichen Geld noch in Umlauf ist, kann jeder für sich selbst vermuten. Trotz der Nachforschungen der Zentralbank sind sowohl die Quelle als auch die Zahl der kontaminierten Scheine immer noch ein Geheimnis. Möglich wäre auch, dass viele dieser Rubel illegal aus Russland gebracht wurden und das verseuchte Geld nun andere Länder gefährdet. Es ist sogar möglich, dass die Scheine absichtlich verseucht und dann zu irgendeinem unbekannten terroristischen Zweck wieder in Umlauf gebracht wurden. Die Möglichkeiten sind unendlich und jede von ihnen ist schrecklicher als die andere. Was Sie auch vermuten oder glauben wollen, eines ist unbestreitbar. Die Atommafias töten auch mit dem Geld an sich. Die russische Zentralbank hat alle verseuchten Geldscheine, deren sie habhaft werden konnte, zerstört. Aber der heimliche Mörder ist in Russland selbst zweifellos immer noch in Umlauf. Und wer weiß, in wie vielen anderen Ländern auch. Und es kann fast nichts dagegen unternommen werden. Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen, das die Massenmedien etwas unkorrekt die neuen Mafias bezeichnen, ist unerbittlich und oft brutal. Aber die russische wie auch die osteuropäische Polizei ist relativ schlecht ausgerüstet, um es mit ihnen aufnehmen zu können. Und korrupte Polizeibeamte behindern oft die Tätigkeit der Polizei. Die mächtigsten und weitreichendsten europäischen Mafias sind in der ehemaligen Sowjetunion. Während Sie hier einige Sondereinheiten der Polizei im Einsatz sehen, möchte ich Ihnen einen Kurzüberblick über diese Organisationen geben. Die Amerikanskaja oder amerikanische Mafia arbeitet hauptsächlich auf dem wirtschaftlichen Sektor. Sie ist darauf spezialisiert, Geld in Umlauf zu bringen und Industrieanlagen und Firmen, vor allem auf dem Waffen-, dem Energiesektor, zu kaufen und zu verkaufen. In ihren Reihen befinden sich ehemalige KGB-Agenten und ehemalige sowjetische Bürger, die jetzt in den USA leben. Die Armianskaja ist die ehemalige armenische Mafia, die schon seit langem in vielen Teilen der Welt existiert. Sie verfügt über beachtliche Geldmittel. Ihr Sitz ist in Erevan. Die Aserbaidschanskaja oder Mafia von Aserbaidschan ist ein Bindeglied zwischen den muslimischen Ländern des Mittleren Ostens, dem Iran und der Türkei und den ehemaligen sowjetischen Republiken. Diese Mafia führt Kleinhandel mit Raketen, Drogen und Waffen und ist in Moskau in schnellem Aufstieg begriffen. Tschetschenskaja oder die Mafia von Tschetschenien ist in den 90er Jahren dieses Jahrhunderts stark angewachsen. Sie arbeitet vor allem in Moskau und St. Petersburg und handelt mit Schutzgeldern, Waffen, Schwarzmarktgeschäften und Drogen. Die Jewreiskaja oder die jüdische Mafia ist in Moskau, Kiew und St. Petersburg sehr mächtig. Sie hat solide Verbindungen fast überall in Europa und Nordamerika und handelt vor allem mit Geld, Gold und Edelsteinen, aber auch mit Waffen, Schutzgeldern bei internationalen Transaktionen. Die Masonskaja ist vor allem mit den angloamerikanischen Logen verbunden. Hauptinteressen sind Verbindungen, internationale Wirtschaftsbeziehungen, die aufkommenden östlichen Aktienmärkte und die Schaffung einer neuen herrschenden Klasse. Die Polskaja oder polnische Mafia ist die russische Filiale des organisierten polnischen Verbrechens. Sie arbeitet vor allem in Moskau, St. Petersburg, Minsk und Kiew und handelt mit jeder Art illegalen Import-Exports, einschließlich der Drogen. Und zum Schluss die Ruskaja oder die traditionelle russische Mafia. Unter Lenin und Stalin unterdrückt, ist sie jetzt stärker denn je. Sie ist die weitverbreitetste Verbrecherorganisation im Land und arbeitet auf allen Gebieten von Gefängnissen über Prostitution zu Drogen,
Waffen und nuklearen Material. Aber diese großen osteuropäischen Verbrecherorganisationen sind nur die Spitze des Eisbergs. Da sind noch viele andere neue Mafias, die im Mittleren Osten und Afrika arbeiten. Dieses weite Gebiet, das heute hauptsächlich Wüste ist, war einst mit fruchtbaren Feldern bedeckt. In alten Zeiten war es als eines der weltgrößten Anbaugebiete für Pflanzen bekannt, aus denen Drogen gewonnen wurden, die zu künstlicher Erzeugung krimineller Gewalttätigkeit benutzt wurden. Cannabis sativa, besser als Haschisch bekannt, ist eine Pflanze, die eine merkwürdige Geschichte hat. Im 11. Jahrhundert hatte Al-Hassan ibn al-Sabah, ein in Persien geborener islamischer Konvertit, die Nizari Ismailis des Iran zu einer fanatischen politisch-religiösen Geheimsekte, eine Art Prototyp der Mafia, zusammengeschlossen. Innerhalb weniger Jahre beherrschten sie einen Großteil des Mittleren Ostens und führten eine nie gekannte Schreckensherrschaft. Die Sektenanhänger glaubten, es sei eine heilige Pflicht, ihre Feinde zu töten. Vor jeder Gewalttat, die auch ein mögliches Martyrium für sie selbst bedeuten konnte, nahmen sie Haschisch, um einen Blick des herrlichen Paradieses zu erhaschen, in das sie eingehen würden. Wegen dieses Brauches sind sie als Haschischin bekannt. Die heutigen Haschischin sind die Drogenlords der Mafia im Iran, in Afghanistan, Pakistan, der Türkei und dem Libanon. Durch eine schon lange bestehende Mittäterschaft und Beteiligung des regionalen politischen Establishments und extremer religiöser Bewegungen koordinieren sie einen riesigen Rauschgifthandel, dessen Gewinne vornehmlich in Waffen investiert werden, die dann in regionalen Kriegen zum Einsatz kommen. Man könnte also formulieren, dass jeder Schuss, der in diesen Ländern abgefeuert wird, einige unglückliche Drogenabhängige irgendwo in der Welt tödlich trifft. In den letzten Jahren haben die Länder des Mittleren Ostens in zunehmendem Maße in der internationalen Drogenszene an Bedeutung gewonnen. Ein Beispiel. Allein im Libanon wird auf fast 50.000 Morgen Cannabis angebaut, womit dies Land bei weitem der größte Haschischproduzent der Welt mit über 100.000 Tonnen pro Jahr ist. Der Anbau und Verkauf dieser Pflanze ist in vielen Ländern des Mittleren Ostens streng verboten. Aber man kann auf fast jedem Markt ohne Schwierigkeiten Haschisch bekommen, da die Kontrollen vorsätzlich unzureichend sind oder überhaupt nicht existieren. Opium. Das Bekaa-Tal ist ein Hauptbeispiel für den Anbau von Schlafmohn im Mittleren Osten. Auf Hunderten von Morgen wird gegenwärtig verbotenerweise Mohn angebaut. Der Anbau hat derartig überhand genommen, dass die Israelis Versuche mit einer Mohnart machen, die, falls sie dort ausgesät würde, diese Opiumart theoretisch zerstören würde. Einem Bericht der UN aus dem Jahr 1990 zufolge wurde der Libanon zu einem Aufbereitungsland, das mehr als 5 Tonnen Heroin pro Jahr produzieren kann. Dieses enorme Produktionspotenzial hat das Aufblühen immer größerer Verbrecherorganisationen wie der mächtigen türkischen, persischen, irakischen und afghanischen Mafia und anderer Mafia-Gruppierungen in verschiedenen afrikanischen Ländern südlich der Sahara ermöglicht. Vor allem aber brachte es die sogenannte anglo-libanesisch-israelische Mafia hervor, deren führendes Leitungs- und Kontrollorgan aus Geheimdienstagenten dieser Länder besteht. Es heißt, dass die Organisation den Drogen-Waffen-Tauschhandel im gesamten Gebiet völlig in der Hand hat. Das Ziel der neuen Mafias, vor allem derer im Osten, besteht nicht nur darin, Wohlstand anzuhäufen, sondern auch darin, die entsprechenden Strukturen zu übernehmen, um diesen Wohlstand zu verwalten. Ungefähr 75% aller Moskauer Handelsbanken sind jetzt in Händen der Mafia. Aus dem Osten überschwemmt eine Flut schmutzigen Geldes die europäischen und amerikanischen Finanzmärkte. Die Weltbank schätzt, dass seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes allein aus der ehemaligen Sowjetunion 50 Milliarden Dollar herausgebracht wurden. Das Geld stammt nicht nur aus dem Drogengeschäft,
sondern auch aus neueren Geschäften wie Waffenhandel, Handel mit radioaktivem Material und Betrug mit internationalen Hilfsgeldern. Die östlichen Verbrecherzare müssen diese illegalen Gelder auf kommerziellen Märkten waschen. Eine der sonderbaren und häufig angewandten Methoden ist der anonyme Ankauf von Spielcasinos, vor allem in Europa oder Nordamerika, die teilweise oder ganz erworben werden. Das Fürstentum von Monaco, die Heimat des legendären Spielcasinos von Monte Carlo und Spielplatz der Superreichen, ist eine der vielen besonderen Orte, wo es zahlreiche Möglichkeiten gibt, Geld zu waschen. 1991 billigte der Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft eine Reihe von Erlassen, um dieser kriminellen Spekulation Einhalt zu gebieten. Aber trotz aller Bemühungen zirkulieren riesige Summen schmutzigen Geldes ungehindert weiter und werden schließlich in verschiedensten Unternehmungen wie Schiffsanlegeplätzen, Grundstücksspekulationen und Schiffsbau angelegt. Monaco und ähnliche Orte sind das, was man gemeinhin Steueroasen nennt. Eine Steueroase ist ein Land oder ein Gebiet mit niedrigen oder überhaupt keinen Steuern. Außerdem hat dieses Paradies gewöhnliche Infrastrukturen, die komplexe multinationale Transaktionen erlauben oder erleichtern. Und das ist äußerst wichtig, denn so werden geschäftliche Diskretion und partielles oder völliges Bankgeheimnis gewährleistet. All dies macht es wunderbar einfach, schmutziges Geld durch legale Geschäfte reinzuwaschen. Daher werden die Steueroasen fast ausschließlich von der dritten Verbrechensebene der Welt, den wirklichen Mafias unserer Zeit, in Anspruch genommen. Ohne diese Steueroasen könnten sich die Verbrechersyndikate nicht bewegen. Steueroasen sind auf den nebulösen Feinheiten der Hochfinanz, auf Korruption und auf Verbrechen aufgebaut. Ungefähr 30 souveräne Staaten in der Welt können als Steueroasen angesehen werden. Und wer immer sich dagegen wendet oder sie anprangert, wird einfach beiseite geschafft. Verbrechen ist die Wurzel dieser schwarzen Wirtschaft. Die Eliminierung solcher Steueroasen aus der Finanzmaschinerie der Welt würde das große organisierte Verbrechen daran hindern, sich seines ergaunerten Geldes zu bedienen und würde seine Macht reduzieren. Aber alle internationalen Konventionen, Initiativen und Entscheidungen haben nichts bewirkt und werden vielleicht auch nie etwas bewirken. Durch die arrogante Brutalität vor allem der neuen Mafias könnte möglicherweise die Existenz der gesamten Menschheit in Gefahr gebracht werden. Ist das die Zukunft, die uns erwartet? Thank you.